Sawdust. Yeah, im nächsten Level. Es nennt sich Sawdust. 57 Gegner, 5 Secrets. Oi. Ha! Die wurden von irgendjemandem erwischt und sind jetzt sauer. Oi, verdammt. Ach komm. Kein Problem. Zack, roter Schlüssel. Das hier ist ein Secret. Hä? Bin ich nicht richtig hochgekommen? Und jammer. Die letzte fehlende Waffe, aber. Hier macht es einfach mehr Sinn, mit dem Riveter reinzuhalten. Vor allem, wenn hier so viele Rivets hat. Ich werde die Waffe gleich zeigen in der Situation, wo sie etwas mehr Sinn macht, meiner Meinung nach. Jetzt holen wir uns erstmal ein paar Secrets. Hier hüpfen wir einfach hoch und hier auf das Gebäude. Und haben das zweite Secret schon easy mit eingesackt. Hier gibt es noch ein paar Gegenstände in diesen, ja, ich sag mal, kaputten Hallen. Was das, bevor es kaputt war, war, keine Ahnung. Das, ich sehe den Sinn des Gebäudes nicht in einem nicht kaputten Zustand, aber naja. Irgendein Architekt in dieser Welt wird sich da schon was gedacht haben, weil, keine Ahnung. Hier können wir rein, hier können wir die Seife holen, wenn wir möchten. Die tolle Seife. Hier oben eine Schrotflinte. Hehe. Und hier einen Secret. Zack. Ja, you found a secret. Und ein Secret im Secret. Und zack, dann kommen wir hier raus, wo wir diese neue Waffe mitgenommen haben. Ah, stimmt, die hatte ich mir auf einen anderen Key gelegt. Mit dem bin ich aber gerade gar nicht mal so zufrieden. Ich hatte das nur mal getestet. Ich entschuldige mich kurz. Die Hunting Rifle hätte ich dann doch wieder gerne auf der 6. Ich dachte mir so, ja, da muss ich nicht so viel mit der mit den Fingern wandern. Aber zur 6 kommt man eigentlich ganz gut. Besser als zur Y-Taste. Wie man sehen kann, Hunting Rifle. Mehr oder weniger so eine Art Sniper. Schießt immer genau dahin, wo man hinzielt. Auf hohe Distanz. Natürlich godlike. Ist sozusagen die Railgun dieses Spiels, nur ist es hier eine Hitscan-Waffe. So. Und man kann einfach die Gegner hier kurz mal rauspicken, kein Problem. Oh, da war was im Weg. Naja, die Hunting Rifle natürlich auch sehr, sehr nützlich. Sehr starke Waffe. So, jetzt gehen wir doch mal nach da unten, wo wir hin müssen, aber ich mach's mir kurz ein bisschen einfacher. Ich springe erstmal hier hin. Und von da aus dann hier. Verdammt!
Wieso ist sie nicht gestorben? Hatte ich jetzt eigentlich mit gerechnet. Okay. Weiter geht's mit dem Morden. Ja, wie man sehen kann, das Spiel geht gut ab. Ganz schön gut sogar. Und Jumphead, bringe mich nach oben. Dankeschön. Jetzt ist Zeit für das letzte Secret. Ich behalte das immer, bis ich zu Roten gehe. Na, come on. Na, habe ich auch schon mal besser hinbekommen. Ich habe mit dem Power-Up auch schon den ganzen Raum geklärt. Hier, die Crystals of Madness. Die waren in der Originalversion. Also in der Originalversion. Ich sag mal, in der Early Access-Version waren die noch nicht drinnen hier in dem Game. Also noch nicht in dieser Episode. Und auch noch nicht im Spiel tatsächlich. Die sind ganz interessant. Die kommen in den späteren Episoden deutlich häufiger vor. Hier nur wirklich vereinzelt. Die werden jetzt... Der wird mir jetzt gleich gut helfen. Oi, wieso geht er nicht kaputt? So, genau, weil Crystals of Madness machen, dass sich Gegner gegenseitig angreifen. Komisch, normalerweise gehen die Kristalle kaputt, wenn man so wirft. Haben sie das vielleicht geändert? Ich meine, da kommen noch viele Patches raus. Logischerweise ist noch nicht lange her, dass es released wurde. Der Kampf ist eigentlich gar nicht so einfach, wenn man ihn richtig macht. Weil die halt echt gut Schaden drücken. Man muss sich halt hier dann gut bewegen. Alter, können die sich mal killen? Na endlich. Und das ist das Krasse. Die hat jetzt niemand mehr zum Killen, aber die ist auf meiner Seite. They weren't human. Ja, und smart waren sie auch nicht. Aber ja. Der Kampf deutlich schwieriger ohne den Crystal of Madness. Der war in der, ich sag mal, Early Access Fassung einer der wenigen Momente, wo ich bei Episode 1 dann schon auch hin und wieder nochmal gestorben bin. Auch bei, nicht Blind Playthroughs. Das war immer so eine Stelle... Bevor ich hier runter bin, habe ich für gewöhnlich immer gespeichert, weil ich wusste, dass das schon passieren kann, dass ich hier sterbe. Es ist mir auch schon passiert, dass ich hier gestorben bin und nicht gespeichert habe und das Level neu starten durfte, also ja. Hier mit dem Crystal of Madness deutlich einfacher, wirklich deutlich einfacher. Aber ja, dann würde ich mal sagen, exiten wir das Level mal. Schauen uns die Stats nochmal an, was eigentlich ein bisschen redundant ist, weil alles, was wir hier sehen, sehen wir eigentlich auch schon die ganze Zeit über, wenn wir Tab drücken. Aber trotzdem schön, das einfach nochmal so zu sehen und zu reflektieren. Ja, ich habe alles gemacht. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.